Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es so ein großes Interesse an der Thematik gibt, weil ich weiß, die Tage werden sonniger und es wird eigentlich schöner draußen. Also bedanke ich mich jetzt schon mal bei Ihnen allen, dass Sie hier heute den Weg online gefunden haben, um meinem Vortrag zu lauschen. Zum Thema Monasteries in Board Games, Chancen für die historische Bildung, wo ich tatsächlich mehreres versuchen möchte. Ich möchte einmal versuchen, Sie ein bisschen in unsere Arbeit einzuführen. Also das, was wir hier tun, das, was wir aktuell in mehreren Lehrveranstaltungen tun, was wir mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und Partnern tun und was wir auch in zukünftigen Projekten tun werden und sehr, sehr gern tun wollen. Das ist also die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass ich mit Ihnen einen kleinen Abstecher machen möchte in das sächsische Bildungswesen. Und ich möchte als drittes, habe ich mir eine eigene kleine Herausforderung gestellt. Ich möchte dadurch, dass ich das hier tatsächlich beschließen darf, wirklich versuchen, in meinem Vortrag auch kleine Cameo-Auftritte meiner Vorrednerinnen und Vorredner einzubauen. Und ich bin gerade selber auch gespannt, ob mir das gelingt. Also nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn, das vielleicht nicht immer passt. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Ja. Worüber möchte ich heute, einen Augenblick, jetzt muss ich einmal klicken. So, worüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen? Ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen eine kleine thematische Einführung gebe, weil wir tatsächlich in diesem Bereich nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen können heute. Und ich habe gedacht, ich gehe mit Ihnen gleich so ein bisschen fragengestützt vor und nehme Sie da so ein bisschen mit an die Hand durch dieses Arbeitsgebiet. Das heißt also, ich möchte ganz gern eingangs mit Ihnen einmal die Frage versuchen anzuschneiden, wieso analoge und digitale Spiele eigentlich für den Geschichtsunterricht von Interesse sein können. Also, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Und der Punkt ist, das ist auch eine Frage, die sich Lehrerinnen und Lehrer immer wieder stellen müssen, gerade wenn sie jung und enthusiastisch und auch gut ausgebildet, so wie wir hoffen, in die Schulen gehen und dann dort auf Lehrerschaften prallen, die vielleicht nicht ganz so in den aktuellen medialen Diskursen eingebettet sind, dann gibt es dort manchmal schon das ein oder andere Streitgespräch, weil man sagt, ja, warum eigentlich das? Du kannst es doch viel einfacher machen. Deswegen sei an dieser Stelle das als Aufhänger genommen. Anschließend möchte ich mit Ihnen ein bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen in das sächsische Bildungssystem einsteigen. Ich habe Ihnen hier einmal die Strategiepapiere der Kultusministerkonferenz und die sächsischen Lehrpläne mitgebracht für das Gymnasium und für die Oberschule. Und ich möchte gern Ihnen mal einmal aufzeigen, wie ermöglichen eigentlich diese zentralen Papiere, wie ermöglichen es diese zentralen Papiere, sich dem Thema anzunehmen. Anschließend möchte ich mit Ihnen in medias res sozusagen ans Beispiel gehen, Monasteries und Board Games, wie kann eine Annäherung eigentlich aussehen? Die ganz besonders Spitzfindigen unter Ihnen könnten hier schon einen Spoiler auf die zweite Frage erkennen. Und anschließend möchte ich mit Ihnen Ihnen einen kleinen Einblick in Analysekategorien geben und natürlich das Ganze noch mit einem Fazit abschließen. Ja, steigen wir mit dem ersten Punkt vielleicht ein. Also wieso können analoge und digitale Spiele für den Geschichtsunterricht eigentlich von Interesse sein? Es gibt drei zentrale Dinge, die ich Ihnen hier herausgesucht habe. Der erste Punkt, der tatsächlich sehr, sehr wesentlich ist, ist mittlerweile die gesellschaftliche Bedeutung, die diese Medien haben. Wenn Sie sich Statistiken der Game anschauen, das ist der große Verband der deutschen Gamesbranche, der jährlich herausgegeben wird, in allen möglichen Bereichen werden dort Daten erfasst, dann können Sie hier sehen, dass die Spielerschaften stetig wachsen. Das ist vor allen Dingen jetzt im Bereich der elektronischen Spiele zu sehen. Das ist natürlich ein Punkt. Aber wir können das auch sehr, sehr, sehr stark annehmen, vor allen Dingen seit Corona für die analogen Spiele. Das heißt also, die Spielerschaften wachsen. Es gibt keine wirkliche Geschlechterungleichheit mehr. Also dieses Bild tatsächlich des Nerds, ich nehme jetzt mal die ganzen überspitzten Klischees, der ungewaschen im Keller den ganzen Tag vor sich hinspielt, das ist längst passé. Ja, also gespielt wird längst breit durch alle Gesellschaftsschichten in den jüngeren Altersgruppen auch bis in die Erwachsenen und sogar in die Seniorenaltersgruppen hinein wird gespielt. Und das zeigt sich auch, wenn Sie in den Markt schauen. Ja, also die gigantischen Einnahmen, die sowohl im digitalen als auch im analogen Bereich entstehen. Und ein schönes, ganz kurzes Beispiel dazu wäre tatsächlich hier Magic the Gathering. Das eine ganz wesentliche
Bandbreite hier auch einnimmt, ist es ein Spiel, das tatsächlich von jung bis alt gekauft wird, ausgebaut wird. Und wenn Sie auch nur 10 Minuten in einem Spielladen Ihres Vertrauens stehen, dann werden Sie auch sehen, wie oft gerade diese Produkte abgerufen werden. Also auch hier, und das ist der Punkt, kommen viele Leute, viele Menschen mit den Themen dieser Spiele in Kontakt, um damit eben auch mit den Motiven. Hier hätten wir in Anlehnung an Eugen Pfister und Tobias Winterling eben tatsächlich diese monastischen Elemente, auch wenn die vielleicht nicht unbedingt den ersten Schritt erkannt werden. Der zweite Punkt, der hier eine ganz wesentliche Rolle spielt, sind Diskurse innerhalb der Communities, die immer stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir können das vielleicht nicht hundertprozentig an Spielen zum Thema Mittelalter auch oder auch zum Thema der Klöster greifen, aber wenn wir in die Epoche der frühen Neuzeit schauen, gerade dort im Kolonialismus gibt es ganz massive Diskussionen in den Foren, in Videos und so weiter und so fort, wo sozusagen diese Darstellung verschiedener Themen wirklich analysiert wird. Sie wird mit einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und es ist auch sehr oft der Fall, dass eben Spieleverlage oder Entwicklerinnen Studios auch auf diese Diskurse reagieren. Und natürlich, wir reden hier mit den Spielen von einem Medium, das in viele andere Bereiche auch hineinwächst, gerade in den Bereich der neuen digitalen Medien, also alles, was mit Social Media zu tun hat, rezipiert in gigantischer Masse alle möglichen Arten von Spielen. Sie finden Let's Plays und Einordnungsvideos zu digitalen Spielen in Massen, aber auch zu Brettspielen. Das heißt also, wir haben hier auf jeden Fall eine gigantische gesellschaftliche Bedeutung dieses Mediums, die auch immer mehr zunimmt. Die zweite Ebene ist eine thematisch-inhaltliche. Wir können im Bereich der Spiele, in den Brettspielen, aber auch in den digitalen Spielen immer wieder die unterschiedlichsten Sujets und Genre und auch Themen greifen. Das macht diese Spiele eben auch so wahnsinnig spannend und so wahnsinnig vielfältig. Und gerade Spiele, Brettspiele oder auch digitale Spiele mit historischen Settings spielen eine ganz besonders große Rolle. Also sie haben dort immer wieder ganz wichtige Themen, wie die Antike, die bearbeitet wird, oder vor allen Dingen auch das Mittelalter. Und das Mittelalter mäandert, so nenne ich das jetzt mal vielleicht auch, natürlich auch in viele andere Bereiche, wie in die Fantasy und so weiter und so fort hinein, wo wir solche Elemente greifen können. Gleichzeitig sind auch die Produktionsprozesse, die da dahinter stehen, ganz spannend zu betrachten. Also wir haben Studios, gerade im Bereich der Brettspiele wie GMT, die sich komplett darauf fokussiert haben, Spiele mit historischem Setting zu erstellen, zu kreieren und auch zu bewerben und unter die Menschen zu bringen. Das ist also ein ganz wesentlicher Unterschied. Und dadurch wird das alles natürlich, werde das noch ein bisschen breiter formulieren, aber hier sei es schon mal angedockt, dass wir natürlich hier auch einen ganz starke Anbindung im Unterricht, vor allen Dingen im Bereich der Kompetenzorientierung mit hineinbekommen. Das schneide ich dann, wie gesagt, später noch einmal an. Die dritte Ebene, die spannend ist, ist tatsächlich eigentlich schon wieder so eine kleine Metaebene, wo wir auf diese Medien schauen, nämlich diese geschichts- und erinnerungskulturelle Bedeutung, die sie haben. Wenn Sie in die didaktischen Modelle, ich will Sie nicht lange damit quälen, ich möchte Ihnen nur kurz eins anschneiden, von Panel zur Geschichtskultur schauen, dann sehen Sie dort eine Ausbreitung in verschiedene Dimensionen. Sie haben eine lebensweltliche Präsenz, die ganz wichtiger Bestandteil von Geschichtskultur ist, also von der Kulturalisierung von Geschichte in unserer Umwelt. Eine lebensweltliche Präsenz, ich glaube, dadurch, dass ich oben die gesellschaftliche Bedeutung schon angeschnitten habe, wird Ihnen auch bewusst, warum das hier unbedingt mit Erwähnung finden muss. Und wir haben auch noch ein zweites Element, nämlich den Gattungswechsel drin. Das ist also ganz spannend. Der Gattungswechsel beschreibt in diesen Modellen sozusagen den Wandel des Mediums durch die Zeit im Prinzip. Also ich sage es jetzt mal ganz grob, von der eingeritzten Steintafel zum Internet, also wirklich ganz, ganz grob. Und da sind Spiele natürlich auch mit drin, eben weil wir eben sagen, dass sich digitale Spiele, aber auch analoge Spiele, eben historische und auch kulturell relevante Inhalte aneignen und sie eben tatsächlich medienspezifisch inszenieren können. Das heißt also, um mal mit Preisinger zu sprechen, dass es sich bei analogen und auch digitalen Spielen eigentlich um Medien der historischen Sinnbildung handelt. Also hier werden Inhalte greifbar, hier wird irgendwas manifestiert, mit dem wir arbeiten können, das vielleicht sogar unsere Erinnerungen und unsere Ansichten zu bestimmten historischen Ereignissen, Personen und so weiter beeinflussen kann. Dass wir das vorfinden können, dass
muss ich ihn, glaube ich, gar nicht weiter deutlich machen, denn gerade die Epoche des Mittelalters hat ja mit solchen Bildern ganz massiv zu kämpfen. Auch mit den negativen, mit den negativen Bildern. Das ist erstmal der Punkt, weshalb man konstruieren kann, okay, da gibt es eine Relevanz. Das ist für den Geschichtsunterricht eigentlich von Interesse, weil der Geschichtsunterricht diese Dinge aufgreift. Der Geschichtsunterricht soll gesellschaftliche Prozesse aufzeigen. Er soll geschichts- und erinnerungskulturell arbeiten, thematisch inhaltlich sowieso. Das heißt also, wir haben hier wunderschönes Konglomerat, wo das alles zusammenpasst. Deswegen ist jetzt natürlich die logische nächste Frage, woher bekomme ich als Lehrerin oder Lehrer oder auch als Dozent, Dozentin an einer Universität eigentlich die Möglichkeit für eine Unterstützung. Deswegen ist die nächste Frage, inwiefern eigentlich nun Strategiepapiere der Kultusministerkonferenz und der Lehrpläne dabei helfen können, sich dem Medium und dem historischen Thema anzunehmen. Die gute Nachricht ist, es gibt zwei ganz tolle Strategiepapiere. Das erste erschien 2016 zum Thema der Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz, und 2021 noch einmal hinterhergeschickt, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, die ergänzende Empfehlung zur Strategie Bildung in der digitalen Welt. Und die formulieren ganz klar an Schulen und an die unterschiedlichen Bildungssysteme in den Bundesländern die Aufgabe der konkreten Fokussierung auf den Bereich der digitalen Medien. Unter anderem haben wir Kompetenzen in der digitalen Welt, die geschult werden sollen. Also die Schulen sollen diese Funktionen erfüllen. Da gibt es dann 6 unterschiedliche Komponenten. Unter anderem sollen Schülerinnen und Schüler lernen, mit diesen Medien suchen, verarbeiten und aufbewahren zu können. Sie sollen kommunizieren, kooperieren lernen können. Natürlich tatsächlich auch das Produzieren, das Schützen und sichere Agieren mit Informationen und natürlich auch das Problemlösen, das Handeln. Das ist also wirklich eine breite Kompetenzwachstum in diesem Bereich erfolgen kann. Und hier habe ich Ihnen Punkt 6 einmal mitgebracht. Der geht sozusagen auf das Analysieren und Reflektieren innerhalb der digitalen Welt ein. Und was sehen wir hier unter Punkt 6, 1.3, die Wirkung von Medien in der digitalen Welt, zum Beispiel mediale Konstrukte, Stars, Idole, Computerspiele. Mediale Gewaltdarstellungen analysieren und konstruktiv damit umgehen. Und das ist auch ein Bereich, der später nochmal enorm ausgeweitet wird. Das heißt also, wir haben eigentlich so gesehen eine ganz wunderbare Vorlage, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen und tatsächlich auch einen Auftrag, ja, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt schauen wir in die Realität hin. Ich habe Ihnen mitgebracht den Lehrplan für das Gymnasium nach den letzten Vorlagen von 2019 und den Lehrplan für die sächsische Oberschule. Der Lehrplan für die sächsische Oberschule, das ist, also für die, die das Prinzip nicht kennen, das gleiche wie die Realschule. Ja? Also das Gymnasium von Klassenstufe 5 bis zu 12 und Lehrplan Oberschule ist der Abgang Klassenstufe 10. Hier besteht das oberste Ziel des Geschichtsunterrichts in beide, das ist ganz wichtig, in der Förderung und Entwicklung von Geschichtsbewusstsein. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende ihrer schulischen Laufbahn, könnte man sagen, in der Lage sein, nachhaltig und reflektiert mit historischen Inhalten umzugehen, diese auch anwenden zu können und sich damit sozusagen Phänomene der Zeitgeschichte oder der aktuellen Begebenheiten auch erklärbar machen zu können. Das ist das oberste Ziel, das auch in unterschiedlichen Qualitäten, sage ich jetzt mal, in beiden Lehrplänen verankert ist, aber das ist das oberste Ziel. Um das zu erreichen, werden Bildungs- und Erziehungsziele formuliert. Und da steht eine ganze Reihe und unter anderem auch dieser Bereich der informatischen Bildung und der Medienbildung. Der Bereich der informatischen Bildung, da geht es dann darum, Fähigkeiten zu entwickeln, dass man Informationen beschaffen kann, sie bewerten kann, dass man kreative Lösungen für Probleme eben mit digitalen Medien ansteuern kann und so weiter und so weiter, dass man lernt, Informations- und Kommunikationstechnologien zu beherrschen und sie anzuwenden. Und die Medienbildung ist einfach ein Umgang mit vielfältigsten Arten der Medien, um einfach auch das Potenzial und auch die Ausdifferenzierung irgendwie kennenzulernen und ja, nutzen zu können. Wenn Sie eine Stichwortsuche durchführen, wie oft diese Begriffe in beiden Lehrplänen auftauchen. Und das sind Dokumente von ca. 60 Seiten, die zu
fast 90% nur die Lernbereiche umfassen, also das, was gelehrt werden soll. Ich habe Ihnen dann gleich dazu zwei Beispiele mitgebracht. Dann kommen Sie beim Gymnasium innerhalb dieser Seiten auf 14 Treffer für die informatische Bildung. Also 14 Mal gibt es einen Verweis, hier bitte informatisch zu arbeiten. Informatisch. Und es gibt 15 Treffer, die in den Medienbildungsbereich gehen. So, und jetzt ahnen Sie es schon, dass es natürlich für die Oberschule ganz anders aussehen wird. In der Oberschule haben wir im Bereich der informatischen Bildung auf fast 60 Seiten 2 Treffer und 12 Treffer für die Medienbildung. Wobei hier auch noch ganz wichtig ist, bei der Medienbildung spielen natürlich haufenweise auch analoge Medien eine Rolle. Da geht es um Bilder, da geht es um Fotografien, es geht um Serien und so weiter und so fort. Ja, also auf gut Deutsch, die Lehrpläne, man kann konstatieren, die Lehrpläne schaffen es dadurch nicht wirklich, diese gesetzten Ziele der KMK umzusetzen. Und das ist ein gigantisches Problem, weil diese Lehrpläne für Lehrerinnen und Lehrer Hilfestellungen sein sollen, thematische Aufarbeitungen geben sollen. Und man wird im Prinzip an dieser Stelle schon relativ stark alleingelassen. Wenn Sie jetzt im Prinzip dachten, dass ich mit dem sächsischen Bildungssystem nicht ganz so sensibel umgehe, dann haben Sie recht. Und ich ziehe das jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe Ihnen jetzt hier mal zwei Lernbereichssachen mitgebracht. Sie sehen auf der linken Seite den Lernbereich 2 der Klasse 6, wo es um das Mittelalter geht. Also deswegen sehen Sie unten Lehrplan Gymnasium Geschichte. Und auf der rechten Seite sehen Sie dasselbe für die Oberschule, obwohl das einmal ein bisschen aufgeteilt ist. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht ganz wissen, wie ein Lehrplan funktioniert, Sie haben in der Regel immer oben das Hauptthema dieses Lernbereichs, dann stehen immer oben rechts in dem grauen Kasten die Anzahl der Unterrichtsstunden, die Sie dafür haben. In der linken Spalte steht das, was Sie in diesem Lernbereich unterrichten müssen als Lehrkraft. Und in der rechten Spalte finden Sie Hinweise, die Sie unterbringen können, wenn Sie überfachlich arbeiten können und so weiter und so fort. Das muss man natürlich ein kleines bisschen suchen und aha, okay, wunderbar, wir finden tatsächlich einen punktuellen Zugang zum Inhalt, mit dem wir uns ja auch beschäftigen, also die Bedeutung der Klöster, Lebensform und Ausstrahlung, Bauwerke, Exkursion. Das sind nochmal ganz andere Punkte, ob Sie hier eine Exkursion jemals in die Wege leiten können. Ganz, ganz spannend. Wird aber vorgeschlagen. Und für die Oberschule finden wir das tatsächlich im Querschnitt Zusammentreffen der Religionen im europäischen Mittelalter. Das heißt, hier Einblick gewinnen in verschiedene Formen religiösen Lebens. Und da haben Sie dort auch das Kloster untergebracht mit dem Verweis auf den Bereich der Religion und der Ethik in den Klassenstufen 6 und 7. Das kurz an dieser Stelle, nur dass Sie einmal so in etwa wissen, wo können wir überhaupt diese Themen greifen. Können wir uns diesen Themen sozusagen annähern über das Medium, wenn wir die Lehrpläne nutzen als Hilfe? Ich sage es Ihnen gleich hier nicht, denn Sie können es überfliegen. Hier taucht leider nirgendwo der Begriff informatische Bildung oder Medienbildung auf. Das heißt, Monasteries in Board Games, wie kann eine Annäherung jetzt eigentlich ganz konkret aussehen? Dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Spiele natürlich niemals, und davon reden wir von digitalen wie von analogen, natürlich niemals reale historische Personen und Ereignisse in ihrer ganzen Bandbreite in irgendeiner Art und Weise historisch korrekt erfassen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da geben wir uns natürlich auch keine Illusionen hin, dass wir mit Spielen komplett historisch korrekt an Inhalten arbeiten können. Spiele präsentieren sich eben, und das ist auch an dieser Stelle gesagt, eben halt oftmals abstrakt. Das heißt, sie lassen Lücken, die können bewusst oder unbewusst stattfinden. Sie vereinfachen den Kontext, sie abstrahieren ihn, sie verändern ihn auch, wenn die Geschichte des Spiels, der Twist, der Plot das irgendwie benötigt. Ich habe da noch zwei Beispiele mitgebracht, wo Ihnen das gezeigt werden soll. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir den Blick auf diese Spiele nicht auf die Dimensionen der richtigen und falschen Darstellung von Geschichte reduzieren dürfen. Das passiert ganz schnell, vor allen Dingen, wenn wir uns Authentizitätsdebatten anschauen. Dann sind wir ganz schnell in der Richtung zu sagen, das wird richtig dargestellt, das wird falsch dargestellt. Da ist man natürlich in der Überlegung zu sagen, okay, das Spiel fliegt raus, das kann ich überhaupt nicht benötigen, weil da ist so viel falsch dargestellt und das andere ziehe ich mir her.
Wir hier in unserer Forschung machen deswegen auch tatsächlich keine großartigen Unterschiede, wenn es etwas mit einem historischen Setting präsentiert wird. Das Einzige, wo wir wirklich sagen, wir machen einen Unterschied, ist, wenn man uns im digitalen Bereich in Anführungsstrichen großes kommerzielles Spiel und ein Serious Game anbietet. Also das Serious Game, das sozusagen auf eine ernsthaftere Art und Weise eben gerade auch für Bildungszwecke konzipiert ist, das muss sich deutlich stärkeren Ansprüchen stellen als ein Spiel, das einfach sozusagen kommerziell genutzt wird und das sozusagen eine historische Epoche oder historische Personen zeigt. Das heißt also, und das ist ganz spannend, was können wir jetzt eigentlich tun mit diesen Spielen? Wir können bei diesen Spielen ganz wunderbar die Konstruiertheit von Geschichte aufzeigen. Wie schon Christian Schröder in der letzten Woche gezeigt hat, historische Narrative, die diesen Spielen zugrunde liegen, die können wir uns anschauen. Die können wir versuchen zu durchdringen. Die Präsenz von Motiven herauszufinden, von monastischen Prinzipien, Motiven, wie sie Jonas Nachi auch aufgezeigt hat in seinem Vortrag über Tabletops. Sowas ist hier auch machbar. Das heißt also, dass wir diese Spiele versuchen zu durchdringen, zum Kern zu kommen, zu der Idee, wie wird uns Geschichte hier eigentlich erzählt, um danach vielleicht die Frage zu stellen, warum? Wenn uns Geschichte auf eine Art und Weise, wie wir sie auch in manchen Dokumentationen und Filmen gewohnt sind, erzählt wird, kann man fragen, warum? Ja? Also auch hier sind dann so doppelte Rezeptionsprozesse und Ansichten möglich. Und das ist spannend. Das heißt also, wir gehen hier sozusagen dem kulturellen Kern, Rezeptionskern der mittelalterlichen Erzählung oder der klösterlichen Erzählung in Anführungsstrichen wirklich auf den Grund. Das ist eine große Möglichkeit, die sich hier stellt. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir uns das Spiel vornehmen und es abklopfen. Wir analysieren es, wir versuchen es richtig zu durchdringen, und zwar indem wir historische Authentizitätsmarker heraussuchen. Jetzt kommt ja dieses Triggerwort der Authentizität. Das will ich jetzt aber gar nicht so weit ausdehnen. Das soll im Endeffekt für uns zeigen, wir sind da tatsächlich auch noch so ein bisschen in der Wortfindungsphase. Wir meinen hier, das Spiel so zu analysieren hinsichtlich der Aspekte, die für uns historische Fakten, Umstände, Personen, Ereignisse greifbar machen. Es geht ja nur um ein Greifbarmachen. Ja, um ein Erfassen, um sozusagen dort zum Kern der Erzählung vorzudringen. Und da haben wir uns natürlich überlegt, wie könnte man das versuchen und durchführen. Und da haben wir überlegt, einen Analysekatalog zu erstellen. Dieser Analysekatalog ist natürlich dankenswerter Vorarbeit geschuldet, in Anführungsstrichen. Vor allen Dingen Lukas Boch und Anna-Clara Falke, die gerade mit ihren Ideen zum Wikingern in Brettspielen auch die ersten Modelle geliefert haben, wie man sich Spielen eigentlich annähern kann, auf so eine analytische Art und Weise. Auch die Referenzebenen, die werden Sie gleich finden, die Referenzebenen von Bühl-Gramer, die finden sich ganz stark hier in unserem Modell. Es ist im Prinzip vor allen Dingen erweitert, aber auch die Ideen, wie zum Beispiel von Nico Nolden zu den Wissenssystemen, finden sich hier wieder, weil wir eben halt auch sagen, ja, diese Ideen, die hier auf analoge Brettspiele angewendet werden, und das werden diese Elemente gerade von Lukas Boch, Anna-Clara Falke und Bill Kramer, die können wir auch übertragen auf das digitale Spiel. Und das ist das, was ich jetzt Ihnen hier in aller Kürze einmal zeigen möchte. Das heißt also, was für Dimensionen können wir uns anschauen? Wir können uns mit dem Erstehungs- und Erscheinungskontext beschäftigen, im Prinzip eine äußere Form der Quellenkritik ausführen. Also, wer hat am Spiel gearbeitet? Wo ist es erschienen? Name und so weiter und so fort. Hier natürlich auch vielleicht mal einen Blick darauf zu werfen, wie sind Werbekampagnen gelaufen, was für Trailer, mit was für Bilderwelten dann auch schon die Trailer arbeiten. Gerade im Bereich digitaler Spiele ist der Trailer eines der wichtigsten Werbeinstrumente, die Sie sich vorstellen können. Das, wie gesagt, dazu in aller Kürze. Dann haben wir Ebenen der räumlichen und auch der zeitlichen Referenz. Das heißt also, wir schauen uns an, welche Räume werden greifbar? Wie sind diese Räume aufgebaut? Wie sind sie konstruiert? Finden wir tatsächlich konkrete Räume vor, da ist das etwas ein abstraktes Gebilde, das wir erst überlegen müssen. Wie agieren vielleicht auch Personen innerhalb dieser Räume? Gibt es Räume, die gar keine Interaktionen zulassen? Und hier spielt auch die zeitliche Referenz eine ganz wichtige Komponente mit. Das heißt also, dass wir uns auch überlegen müssen, was für eine Art von Zeit wird abgedeckt in diesen Spielen. Gehen wir in das Spiel Der Name der Rose, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, oben rechts, dann soll dieses Spiel innerhalb von 5 bzw. 7 Tagen, so wird es gesagt im Einleitungstext des Spiels, stattfinden, sozusagen hier eine Geschichte erzählen, die Der Name der Rose typisch eigentlich zu einem Mörder oder
eine Mörderin kommt auf die Person, an die am Tisch sitzen, führen soll. Dann kommt hinzu die sprachlich-textuelle Referenz. Das heißt also, wir können uns anschauen, was für textuelle Strukturen tauchen auf. Ja, also wenn Sie sich hier vielleicht Pentiment vor Augen führen, die Art und Weise der Schriftlichkeiten, also schon die Möglichkeit, dass Sie unterschiedliche Arten von Schriften für die Personen heraussuchen können, wo sich dann sogar abzeichnen lässt, ob die elaborierter umgehen, ob die einen stärkeren Bildungskontext haben. Das kann sich auch ändern. Überall, wo solche textuellen Referenzebenen dann auftauchen. Man kann das sogar schon hier an diesen Beispielen durchführen. Unten der Monastery-Bilder, der sozusagen, ich überspitze jetzt mal eben halt hier schon eine natürlich sehr stereotype Art des Alten demonstrieren und zeigen soll, aber sie damit auch ein bisschen catchen soll. Das ist sozusagen keine moderne Auffassung von Kloster, sondern wir wirklich auch in der Zeit wieder zurückgehen. Visuelle und akustische Referenz, das heißt also, was für Bildwelten tauchen hier auf? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und die akustischen Referenzen auch. Das heißt also die Klangwelten, die beispielsweise in digitalen Spielen wichtig sind. Also wo tauchen gregorianische Gesänge zum Beispiel auf welche Art und Weise? Ich gehe jetzt ein bisschen zügiger durch. Personale Referenzen, was für Personen sind greifbar? Welche Personengruppen sind vielleicht aber auch gar nicht greifbar? Und gegenständliche Referenzen. Also keine Ahnung, taucht ein Glöckchen auf wie in einem anderen Spiel, das sozusagen ein Rundenende ankündigt, aber gleichzeitig bedeutet, dass sich sozusagen die Personen in die Kapelle zum Gebet begeben sollen und so weiter und so fort. Und natürlich alles auch im Laufe der spielmechanischen Referenz, also das ist ja das, was das gesamte Spiel bedingt. Das sind Analyseebenen, die wir versuchen können zu durchdringen. Und das habe ich Ihnen bloß nochmal ein paar Bilder mitgebracht, weil ich zum Ende kommen möchte. Hier sieht man das, glaube ich, einmal ganz gut. Also das Spielmaterial und auch das Spielbrett von der Name der Rose mit den unterschiedlichsten Ebenen, die wir hier eintauchen können. Wir können uns das Spielbrett vornehmen, wir können uns die Personenkarten vornehmen, wir können uns die Spielmechanik vornehmen. Interessanterweise, hier taucht auf, dass ein ganz wesentliches Element des Klosters fehlt, nämlich das Gebet. Das taucht im Name der Rose gar nicht auf. Dafür haben wir natürlich hier den spannenden Aspekt, dass wir mit Name der Rose die Referenz zu einem ganz wesentlichen literarischen Produkt haben von Umberto Eco. Hier ganz kurz anders gezeigt, das Spielbrett und Spielmaterial von Das Geheimnis der Abtei, ein ähnliches Setting, mit dem wir hier tatsächlich Klosterkrimi im digitalen und analogen Gewand haben, nach Nicole Hannig. Tatsächlich, wir haben das hier auch in diesen beiden Spielen zusammengepackt. Der Blick in das Skriptorium, was ich Ihnen noch schnell mitgebracht habe, das ist jetzt sozusagen Pentiment, hier die Möglichkeit, dann später auch in Bilderilluminierungen hineinzuschauen. Also eine ganz spannende Herangehensweise, auch die Idee, hier durch das Kloster laufen zu können, das Kloster auch zu entdecken, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt habe ich Ihnen noch ganz zum Schluss das Kloster in Sasau mitgebracht, Kingdom Come Deliverance. Wir hatten es heute erst im Seminar gehabt, das Ihnen sozusagen ermöglicht, eine kleine Klostertour wahrzunehmen innerhalb dieses digitalen Spiels, die auch nicht ganz fehlerfrei ist, wie wir dann in der Diskussion herausgestellt haben, die aber wahnsinnig spannend ist. Ich habe Ihnen hier mal zwei Ingame-Screenshots mitgebracht, die vielleicht noch interessanter wirken, wenn ich Ihnen mal das Kloster Sasawa, um das es hier eigentlich geht, mal von oben zeige. Also wenn Sie den Bildausschnitt unten um 90 Grad nach rechts drehen, dann wird sehr, sehr stark deutlich, welche Anlehnungen und Möglichkeiten hier vorliegen. Ich komme zu meinem Fazit. Das heißt also, digitale analoge Spiele bieten unglaublich viele Chancen. Vor allen Dingen sind sie ankoppelbar an Kompetenzdiskussionen und Unterrichtsprinzipien. Also wir können medienkompetent arbeiten. Wir können in den Bereich der Methodenkompetenzen gehen, indem wir das mit Quellen flankieren vor allen Dingen. Wir können Alteritätserfahrungen sichtbar machen und Multiperspektivität. Das kommt jeweils darauf an, wie Spielerinnen und Spieler im Spiel eigentlich gestellt ist. Und dann ist es, wie schon gezeigt, ankoppelbar an den Lehrplan, punktuell zwar, aber es ist möglich. Und es ist auch problemlos ankoppelbar an problem- und projektorientierten Unterricht. Ist zum Beispiel ohne weiteres möglich, dass Sie aus einer solchen Stunde heraus mit Ihren Schülerinnen und Schülern vielleicht an einem Pen-and-Paper-Rollenspiel arbeiten, das diese Bereiche aufgreift, wie Jonas Renz das ganz toll sichtbar gemacht hat, dass auch das möglich ist, mit Schülerinnen und Schülern hier ganz wunderbar zu bearbeiten. Das ist die Komponente, die ich mit reinnehme, aber gerade der projektorientierte Unterricht, wo am Ende ein Produkt steht, das im Klassenkontext entwickelt worden ist, das ist auch etwas, was wahnsinnig viel Motivation und auch gibt und ins Langzeitgedächtnis auch übergeht. Also ich glaube, wir alle haben ja Elemente aus der Schulzeit, an die wir uns gerne erinnern. Und dann sind natürlich digitale und auch analoge Spiele ankoppelbar an aktuelle politische und
gesellschaftliche Diskurse. Also wenn Aurelia Brandenburg von geistlichen Frauen im digitalen Spiel gesprochen hat und ihnen aufgezeigt hat, wie diese Personen dort konstruiert werden, mit welchen Stereotypen sie konstruiert werden, dann ist das unter anderem auch etwas, was wir in diesen Spielen greifen können und was wahnsinnig spannend ist, weil hier eben wirklich Debatten entstehen können, weil hier Diskurse nicht nur entstehen können, sondern schon laufen, an die man dann auch anknüpfungsfähig ist. Und es ist eben gerade ein ganz großes Ziel des Geschichtsunterrichts, und das ist auch der Witz beim Geschichtsbewusstsein, dieses Wissen nachhaltig nutzbar zu machen. Ja, also der Trichter, in den wir einfach nur Zahlen reinfüllen und am Ende in einer Prüfungssituation aufs Papier hinausblasen, das ist eigentlich gar nicht das, was wir mit dieser Art von Geschichtsunterricht, der vor allen Dingen kompetenzorientiert sein soll, eigentlich erreichen wollen. Natürlich gibt es auch Dinge zu beachten. Anschaffungskosten, das ist klar, digitale Spiele kosten nun mal Geld. Analoge Spiele auch, also da können wir alle leicht geprägt, glaube ich, davon berichten. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch hier Möglichkeiten, wo Sie sozusagen über Projekte an diese Dinge herankommen können, wenn Sie das wollen. Spiele bedarfen natürlich großer Zeit, also sie haben einen großen Zeitfaktor und auch Vorbereitung. Sie müssen diese Spiele selbst vorbereiten, sie müssen Materialien vorbereiten, sie müssen diese Spiele dann einführen in den Unterricht, sie müssen diese Spiele auswerten. Also da geht viel Zeit dafür verloren, deswegen ist es eben gerade wichtig, um das eingangs benannte Problem mit den Lehrplänen aufzuzeigen, eigentlich hier anknüpfungsfähig zu werden und Vorschläge zu machen, wie so etwas gut gelingen kann. Dann muss man sich natürlich auch während der Durchführung Fragen stellen, wie soll das protokolliert werden, wie wollen wir das sichern? Also wie sichert man tatsächlich Wissen oder Prozesse, die wir mit Spielen versuchen zu bearbeiten? Denn wir sagen eben auch immer, es ist ganz wichtig, Spiele dürfen im Unterricht keinen Selbstzweck haben. Da entfernen wir uns ein wenig von Johann Huizinga, der in seiner Spieltheorie gesagt hat, ja, der Mensch lernt durch Spielen, aber er lernt es sozusagen komplett intrinsisch motiviert von aus sich heraus. Hier nutzen wir das Spiel natürlich, um Lernziele zu erreichen. Das ist eine andere Ebene. Deswegen ist es für uns im Unterricht, im Kontext wichtig, Spiele mit Quellen und auch mit Texten flankieren zu können. Und natürlich, das ist auch ganz wichtig, steht eigentlich allem bevor, dass wir immer daran denken müssen, einen zielorientierten Einsatz zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich. Und ja, an dieser Stelle bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie zugehört haben. Ich bin, glaube ich, halbwegs im zeitlichen Rahmen geblieben. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und wenn Sie, das möchte ich vielleicht nochmal als Appell an Sie richten, wenn Sie Lust haben, an diesen Sachen jetzt zu arbeiten, ich weiß nicht, in welchem Bereich des Studiums Sie sind, wo Sie arbeiten, wenn Sie vielleicht als Lehrerin und Lehrer tätig sind und Sie haben jetzt so ein bisschen Blut geleckt, probieren Sie das aus. Kommen Sie mit uns in Kontakt. Wir wollen sehr, sehr gern auf Ihr Wissen und auf Ihre Erfahrungen zugreifen und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Nutzen Sie das. Und für uns ist es sowieso immer eine tolle Bereicherung, darüber ins Gespräch kommen zu können. Deswegen vielen Dank. Und ja, bin ich für alle Fragen offen. Und wenn Sie noch mal einen Blick in die Literatur werfen wollen und in die Abbildungen, dann auch gern. Vielen Dank.